Das ist die Webtalk Show. Mein Name ist Nico Gutier und ich freue mich, heute einen fantastischen Synchronsprecher zu Gast zu haben. Ihr kennt ihn alle Minimum als Chris Griffin aus Family Guy. Und die glücklichen Menschen im Sendegebiet von Bayern 3 können ihn auch im Radio hören. Bene Gutjahn, wie geht's dir und wo bist du? Nico, hallo, grüß dich. Ich bin in München, wo ich lebe, in meiner Wohnung und habe mir extra für dich hier nochmal so Blumen gekauft. So, dachte mir mit dem Gemüse, das würde ganz gut aussehen, vielleicht. Und du hast recht behalten. Du bist wann genau das erste Mal in deinem Leben vor einem Mikrofon gewesen? Ich denke mit 9. Das ist das so, wo ich angefangen habe zu synchronisieren und dann ging es so los. Also unbewusst, man steht halt dann da davor irgendwie und macht verrückte Dinge nach, aber das war so der Moment, ja, mit 9. Und sie haben dich entführt vom Schulhof und einfach den Sack abgenommen, als du vom Mikro standest, oder hat dich jemand vorher netterweise gefragt, ob du Lust hast? Na, fast. Eine Freundin meiner Mutter, die Regie führt beim Synchron, die haben zusammen Abi gemacht, keine Ahnung, da war irgendwann mal der Geburtstag von meinem Dad, der 40. Und da habe ich so als Kind was vorgetragen, vorgeführt und dann dachte die, Mensch, wenn der sich das traut, dann könnte der vielleicht auch synchron sprechen. Und ich komme zwar aus Bayern und meine Eltern sind sehr bayerisch, also reden so ein bisschen wie der Franz Beckenbauer geredet hat und hat aber gemerkt, ich habe gar nicht so einen schlimmen Dialekt, das könnte was werden und dann war das so der Einstieg eigentlich. Und jetzt denken alle so, Moment, hat Nico nicht gesagt, das ist Chris Griffin aus Family Guy oder Brooke aus One Piece. Es ist schön, du hast es tatsächlich geschafft, dass man deine Stimme im Alltag nicht direkt damit vergleichen kann. Das ist sicherlich auch ein bisschen Eigenschutz, oder? Ja, also zumindest diese beiden Rollen, die ja sehr durch ihre Charge leben, die sind tatsächlich, da erkennt mich keiner. Also teilweise in der Branche, Aufnahmeleiterin, Aufnahmeleiter, mit denen ich seit ich eben 9 bin, zusammenarbeite, sehen manchmal jetzt erst, hey, du bist Chris Griffin aus Family Guy, weil das merkt wirklich keiner. So diese ganz hohe Range, die ich da auch teilweise bei Brooke, bei One Piece anlege, das ist so eine normale Comedy-Charge, die habe ich öfter mal bei verschiedenen Charakteren. Ich muss sagen, ich mag Chris wirklich sehr. Also vor kurzem war Manuel Straube hier, der ja Stewie spricht. Und Stewie ist genauso wie Brian. Und eigentlich jede Figur ist da so toll besetzt. Und Chris bildet keine Ausnahme. Und ich finde, ich mag deine Version lieber als das Original. Chris ist oft auch traurig. Und diese Traurigkeit höre ich bei dir so, so, so viel mehr raus. Was denkst du, wenn du an Chris Griffin denkst? Also ich denke, weil ich ja immer auch das Original, so funktioniert der Synchron, man guckt sich ja immer erstmal das Original an und ich merke natürlich, dass ich komplett anders klinge als das Original, was normalerweise nicht das Ziel ist, wenn man synchronisiert. Aber das war damals so eine Idee von unserem Regisseur, von Matthias von Stegmann, der mich halt so irgendwie stimmbrüchig doof darstellen wollte, weil das Original von Seth Green ist ja so drüber und der hat so eine Eigenart in der Stimme, das hat man einfach nicht herstellen können. Das ist einfach so eine ganz eigene Nummer. Und woran denke ich, wenn ich an Chris Griffin denke? Einfach an wahnsinnig gute Zeit, die ich in meinem Leben im Studio schon hatte, weil das wirklich eine meiner Lieblingsrollen ist mit einem ganz tollen Team. Und ja, du hast recht, er hat so eine gewisse Traurigkeit, Melancholie und eigentlich kann er einem leid tun und er hat aber eigentlich ein gutes Herz, macht aber alles falsch, weil er auch wirklich saudumm ist, aber ist ein guter Typ. Es gibt eine Folge, da will er unbedingt Romeo spielen in der Schulaufführung. Nicht, dass er es könnte. Nicht, dass er glaubt, dass er schauspielerisches Talent hätte. Aber er will unbedingt die neue Schülerin, die Julia spielt, küssen. Und ich freue mich immer, wenn du wirklich mal ein bisschen mehr zu tun hast. Weil es gibt ja auch zig Folgen. Ja, ich glaube, da sagst du hauptsächlich, ja, Dad. Ja, Dad. Und sitzt dabei am Tisch. Ja, ich bin oft nur Beiwerk. Und meistens hat er aber dann so in ein, zwei Folgen pro Staffel hat er dann irgendwie eine Hauptrolle. Und auch in den Star-Wars-Filmen war er natürlich groß mit dabei als Skywalker. Das waren natürlich schon Highlights, aber ja, er ist oft einfach nur Beiwerk, sitzt halt auch mit umeinand. Also da sind normalerweise Stewie und natürlich Jan Odle, der den Peter spricht, sind da schon eher so die Hauptfiguren. Ich würde mich freuen, wenn wir einmal kurz von dir ein bisschen Chris Griffin hören könnten. Und ich würde mich freuen, wenn du einmal kurz die Familie vielleicht vorstellst. Wer sind die Griffins und wer bist du? Hey, ich bin Chris Griffin und ich muss dabei immer so doof gucken, wenn ich das nachmache. Ich hoffe, das ist okay für euch, weil je doofer man guckt, desto besser kann man die Charge nachmachen. Ich habe einen kleinen Bruder, der nervt mich. Stewie, Manuel Straube, einer meiner besten Freunde, fürs Protokoll. Mein Dad Peter Griffin, ist ein richtiger Idiot, aber ich ja auch, von daher fällt das nicht weiter auf. Dann gibt es Lois, meine Mutter und meine Schwester, oh Gott, wie heißt meine Schwester noch? Meg. Ja, und Meg, ich vergesse schon ihren Namen, weil sie mir so egal ist. Das ist die Familie und Brian, der Hund, natürlich, das sind wir. Der Unterschied von Chris Griffin zu Brooke bei One Piece, was ist der für dich? Also natürlich sind das unterschiedliche Charaktere, aber ich meine für deine Arbeit. Musst du da völlig anders rangehen oder ist das mittlerweile auch total easy für dich da reinzukommen?
Also als Synchronsprecher beantworten kann ich die Frage, es ist komplizierter, Brooke zu sprechen, weil ich finde, dass Chris Griffin immer so einen ganz gleichen Rhythmus hat. Also den kenne ich mittlerweile, der kann es mich nachts aufwecken und ich weiß genau, wie Seth Green im Original spricht und so kann ich das dann wiedergeben. Während Brooke total viele Facetten hat. Er ist manchmal total übertrieben laut und schreit und blärt, wie man in Bayern sagt, einfach irgendwie alles raus, welcher Schmerz in ihm wohnt. Und teilweise ist aber dann auch wieder, wird er ganz tief und düster und böse und nachdenklich. Und der hat so die ganze Bandbreite, während Chris halt Chris ist, immer. Ja? Also von daher, es macht beides sehr viel Spaß, aber One Piece ist mit Sicherheit die größere Herausforderung, was die schauspielerische Nummer betrifft. Und das Synchronsprechen begleitet dich auch auf einer anderen Ebene. Du hast mit Jacqueline Bell zusammen den Synchronsprecher-Podcast Hart 4. Ihr interviewt eben auch andere Synchronsprecher. Jacqueline ist selber auch Synchronsprecher. Schafft ihr es, dort für Leute das zu erklären, die nichts mit Synchron am Hut haben? Oder ist das so ein, Leute, die aus dem Business sind, finden sich hier gut zurecht, Podcast? Nee, eben nicht. Also es war auch die Idee, dass wir eben, es ist wirklich so, wenn wir unterwegs sind und du bist beim Essen oder es sind immer irgendwie Leute dabei, die du noch nie gesehen hast, das ist immer ein Riesenthema. Also dass ich beim Radio moderiere, das ist allen völlig wurscht, interessiert kein Mensch, aber dass wir synchron sprechen, da haben wir einfach mal irgendwann gemerkt, das interessiert echt viele Leute. Und obwohl man nicht darüber nachdenkt, diese Stimmen, die man vielleicht auch über Jahre, über Jahrzehnte kennt, die sind einfach irgendwie im Leben mit dabei. Und dann kommen immer gleich die Fragen, wie läuft denn das, wie funktioniert das, wie viel verdient man? Also die ganzen Fragen, die man halt immer so bekommt. Und dann dachten wir, eigentlich könnten wir dann einen Podcast draus bauen und auch noch Kolleginnen und Kollegen einladen. Und im Optimalfall lernen wir die wir zwar alle kennen seit Jahren, aber halt immer noch, hallo, wie geht's? Ja, geht gut. Auch mal näher kennen. Und das ist das Ergebnis. Also ja, wir machen es für Leute, die eigentlich keine Ahnung haben, wie die Branche funktioniert und die einfach Lust haben, die Stimmen kennenzulernen. Ihr verratet, wie viele Leute beim Synchronsprechen verdienen? Ja, nicht wirklich, weil es natürlich nicht jeder gleich verdient, aber es ist natürlich eine der Standardfragen. Ich könnte das Bezahlmodell erklären, aber es ist vielleicht ein bisschen boring. Aber es ist nicht so, dass jeder das Gleiche bekommt für das, was er da tut. Von daher ist die Bandbreite da sehr, sehr groß. Aber natürlich möchte ich auch wissen, was du bei Bayern 3 moderierst. Moderierst. Was moderiere ich bei Bayern 3? Moderiere ich am Wochenende oder unter der Woche am Abend und moderiere Musiksendungen, wie es halt so ist im Radio. Ich finde David Guetta toll und Taylor Swift super und der FC Bayern spielt am Wochenende und überhaupt sind die Weihnachtssterne teurer geworden auf dem Weihnachtsmarkt. Alles, was halt so das Leben, Unterhaltungsradio, das mache ich bei Bayern 3. Und unterhält dich das? Also ich habe ja 15 Jahre lang doppelmoderiert, also mit einer Kollegin, unter anderem auch mit Jacqueline, auch mit Steffi Fischer, die bei Bayern 3 moderiert. Und das ist natürlich eine ganz andere Art von Radiomoderation, eine Doppelmoderation. Und das war das, was mich schon total erfüllt hat. Und jetzt ist es so, dass ich mal eine Sendung mich selbst unterhaltsam finde und mal eher nicht so. Steht und fällt natürlich auch mit den Themen, die so anstehen. Aber im Großen und Ganzen macht mir das sehr viel Spaß und ich finde tatsächlich auch manche Lieder, die Taylor Swift schreibt und singt, auch gut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da mich verstellen müsste. Sprichst du in den Radiomoderationen über Musik? Weil ich habe den Eindruck, das passiert im Radio immer weniger. Ja, sehr viel sogar. Also Bayern 3 legt tatsächlich den Fokus sehr viel auf die Künstlerinnen und Künstler und auch auf die Musik. Und da darf ich tatsächlich mir mal 2 Minuten Zeit lassen, um die neue von, keine Ahnung, dem Rag & Bone Man vorzustellen oder so. Also da kann ich wirklich sehr viel, er wird auch wirklich gewünscht, dass ich das tue. Synchronvergangenheit, wir springen irre weit zurück. Wir springen ins Jahr 1996. Hör mal, wer da hämmert, erinnert sich, glaube ich, jeder dran, weil es ja auch gefühlt eigentlich nie aufgehört hat, wiederholt zu werden. Und du hast in 3 Staffeln, ich glaube von 96 bis 99, Brad synchronisiert. Ist das noch irgendwo bei dir? Hast du noch visuelle Erinnerungen? Oder ist das komplett gelöscht, weil es 140 Jahre her? Total, weil das war ja auch meine erste größere Rolle eigentlich. Also ich bin da reingeworfen worden, habe ich ja vorher erzählt. Und dann war ich relativ schnell bei Hör mal, wer der Hämmer bitte dabei. Und ich habe auch dann nach der ersten Staffel gemerkt, dass das auch jeder geguckt hat in meiner Klasse. Und zum ersten Mal hatte ich irgendwie sogar so einen Berührungspunkt zu dem, was ich da so mache und wie es draußen ankommt. Und das fanden viele ganz, 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 ganz spannend eigentlich. Und klar, das war eine tolle Rolle. Irgendwann kam der Kerl im Original ins Stimmbruch und ich war noch nicht so weit, deswegen wurde ich dann umbesetzt. Und als ich dann wieder aus dem Stimmbruch raus war, durfte ich dann wieder übernehmen. Ist aber, glaube ich, auch eine schöne Erinnerung an deine Eltern, oder? Sie können für immer hören, wie du als kleiner Junge klangst. Ja, meine Mama hat auch alles aufgehoben, tatsächlich.
teilweise die Synchronbücher mitgenommen, also die Dialogbücher, wo alles drinsteht, und hat noch VHS-Kassetten zu Hause. Ich habe gesagt, Mama, schmeiß doch den alten Quatsch mal weg, das kriegst du doch alles, wenn du das willst, mal digital. Außerdem hat sie 30 Jahre nicht reingeguckt. Aber nein, das muss man dann behalten. Du hast bei Ringe der Macht, die derzeit teuerste Serie der Welt, hast du mitgesprochen. Ich persönlich mochte die Serie nicht. Überrascht mich nicht. Aber das ändert ja gar nichts daran, dass man gehört hat, dass die Synchronarbeit toll war, gut besetzt, tolle Leute. Und ich hatte auch den Eindruck, es ging nicht so schnell, in Anführungsstrichen, wie bei manch anderen Produktionen. Oder irre ich mich? Also erstmal dein Feedback zu Ringe der Macht überrascht mich nicht, weil das höre ich eigentlich mehr oder weniger überall. Bilder toll, Story boring, nicht tiefgründig genug und so weiter. Aber dafür können wir erstmal nichts. Deswegen ist mir das auch, mein Gott, kann ich ja nichts dafür. Ich bin trotzdem froh, dass ich da mitsprechen kann, weil das einfach eine fette Produktion ist und man merkt es beim Aufnehmen, weil wir die Handys wegsperren mussten. Du musst wirklich vorher Knebelverträge mehr oder weniger unterschreiben, dass du wirklich nichts verrätst. Und auch bei Ringe der Macht, das wollte ich noch sagen, genau, es wurde geblurrt. Das ist wirklich das, was völlig anders ist als zu allen anderen Aufnahmen, die ich bisher gemacht habe. Also wir haben teilweise nicht mal unsere Münder gesehen, sondern es wurde alles so geblurrt und dass man bloß irgendwie nichts abfilmen kann. Und das hat die Arbeit echt erschwert. Also wir haben lange daran gearbeitet, auch viel rumgefriemelt, aber es wäre sicherlich einfacher gegangen, wenn man mal gesehen hätte, dass ich mal Galadriel gesehen hätte beim Ansprechen. Hätte mir geholfen. Aber ist trotzdem eine tolle Produktion. Und jetzt geht ja dann weiter demnächst. Hoppla. Nee, was weiß man ja. Also in diesem Jahr wird ja die nächste Staffel kommen. Und dann hoffe ich, dass es auch so dramaturgisch vielleicht nochmal Luft nach oben gibt. Das hoffe ich auch. Wer sich jetzt fragt, wen hat er denn gesprochen? Wer warst du denn? Na, Halbrand, der König des Nordens. Ich bin halt dann Sauron. Bin aber doch so ein netter, gut aussehender Typ und werde jetzt natürlich langsam böse. Und wir sind alle gespannt, wie das natürlich in der nächsten Staffel wird. Ob ich dann schon diese Gestalt annehme oder ich jetzt irgendwie so bleibe. Lass mich überraschen. Ich glaube, wir wünschen dir alle, dass du es dann wenigstens auch sehen kannst im Synchronstudio und nicht erst im fertigen Ergebnis. Ansonsten hoffe ich, dass du weiterhin deine Stimme verleihst. Ich finde, du leistest da wirklich tolle, tolle Arbeit und ich hoffe auch, dass dir das Radio weiterhin so viel Freude macht, dass Bayern so glücklich bleiben kann, dass es dich hat. Bene Gutjahn in der Web-Talkshow, vielen Dank für deine Zeit. Wie lieb bist du denn? Vielen lieben Dank. Danke fürs Zuhören. Sehr gerne. Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Und wenn ihr da draußen schon mal gehört habt, dass jemand zu euch sagt, ey, du hast so eine geile Stimme, du musst synchron machen, das kannst du auf jeden Fall, dann kann ich dir sagen, wahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich sogar nicht, weil Synchronsprechen ist unfassbar schwer. Und ohne schauspielerische Ausbildung das hinzukriegen, dafür braucht man so unfassbar viel Talent, dass man es nicht persönlich nehmen darf, wenn es einfach nicht reicht. Weil es ist wirklich ein knallharter Beruf. Was aber euch nicht abhalten soll, das mal auszuprobieren, wenn ihr könnt. Wir sehen uns wieder zur nächsten Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutjahr und jetzt die heutigen Abschlussworte von Bene Gutjahr. Bis dann. Ich hoffe, dass wir Synchronsprecher noch lange am Leben sein werden und sein dürfen. Oder die KI wird uns irgendwann von rechts überholen und fressen. Also solange freue ich mich für weiteres Interesse. Und ansonsten, deutscher Meister wird nur der FCB. Vielen Dank.